Die EC-135 ist ein wirklicher Generationensprung zu dem Hubschrauber, der vor 30 Jahren seinen Betrieb aufgenommen hat. Das europäische Luftrecht hat sich fortentwickelt. Es sind Redundanzen gefordert hinsichtlich der Triebwerkleistung, der Flugverfahren, der technologischen Ausstattung. Dieser Hubschrauber hat das alles verwirklicht und bietet mehr Raum, höhere Zuverlässigkeit und ist aus meiner Sicht ein sehr würdiger Nachfolger der Bo 105. Wir nutzen die einsatzfreie Zeit, um uns von Rettungsassistent Marc Lübkemann seinen Arbeitsplatz Rettungshubschrauber vorstellen zu lassen. So, das ist hier ein Rettungshubschrauber der neuesten Generation, eine EC-135 T2I. Hier hinten haben wir den Arbeitsplatz der medizinischen Crew. Ein Platz für den Rettungsassistenten, der den Arzt während des Transportes von Patienten betreut. Drüben sitzt der Notarzt und hier haben wir unsere Trage, wo der Patient dann während des Transportes drauf liegt. Jetzt gehen wir mal rein, gucken uns mal die medizinische Ausrüstung an hier. Das heißt, das ist hier der Arbeitsplatz des Rettungsassistenten. Hier sitzt der Notarzt. Der kann seinen Sitz während des Fluges halt drehen in alle Richtungen, um in der bestmöglichen Position am Patienten arbeiten zu können. Jetzt haben wir hier drin ganz viele Überwachungsgeräte für den Transport. Hier haben wir ein Gerät, wo wir halt den Herzschlag mit überwachen können. Wir können den Blutdruck automatisch messen. Wir können gucken, ob der Patient ausreichend atmet. Und wir sind auch in der Lage, den CO2-Gehalt in der Ausatemluft zu messen. Den Monitor können wir an die Wand hängen, hier vorne. Und dann haben wir praktisch eine Box, die drahtlos mit dem Monitor kommuniziert und die Daten halt kabellos an das Gerät sendet. Ich zeige das jetzt mal am Beispiel der Pulsoximetrie. Das heißt, es gibt jetzt kein Kabel, was diese Patientenbox mit dem Monitor hier verbindet. Ich mache den Clip an meinen Finger. Das heißt, wir haben jetzt einen Wert von 99 bei mir. Das wäre ein idealer Wert. So grenzwertig wären Werte unter 80. Es geht maximal bis zum Wert 100% Sauerstoff aufgesättigt. Und wir haben halt einmal die Pulskurve hier dargestellt, optisch halt auch mit Ausschlägen auf der Amplitude. Nächste Möglichkeit, die das Gerät bietet, ist so, dass wir auch einen Patienten, der in einer Pfütze liegt, wenn er wiederbelebt werden muss, mit dem Gerät praktisch über eine Art Fernbedienung halt auch aus der Ferne defibrillieren können. Das heißt, wir müssen ihn nicht irgendwo hinlegen, wo er im Trockenen liegt, sondern wir können uns mit dieser Box vom Patienten entfernen und können dann halt ferngesteuert bis zu 2-3 Meter Entfernung einen Elektroschock auf das Herz abgeben, wenn das erforderlich wäre. Hier haben wir das Beatmungsgerät, was uns erlaubt, bestimmte Beatmungsmuster beim Patienten zu fahren. Gerade einen Patienten, der nicht mehr ausreichend atmet oder der halt so starke Schmerzmedikamente bekommen hat, dass er nicht mehr selber atmen kann, künstlich zu beatmen. Hier in der Maschine haben wir noch eine zentrale Sauerstoffeinheit drin. Das heißt, wir können nicht nur den Patienten beatmen, wie wir vorhin gesehen haben, sondern wir können auch dem Patienten, der noch selber atmet, aber Atemprobleme hat, irgendwelche Herzerkrankungen hat, die Atemluft in der Luft mit Sauerstoff anreichern. Dafür haben wir hier so ein O2-Modul, wo wir eigentlich stufenlos die Luft einstellen können. Das heißt, wir können ihm vom 1 Liter pro Minute bis zu 15 Liter pro Minute Sauerstoff geben, entweder über eine Maske oder über einen Schlauch, den man halt in die Nase reinsteckt. Das sind 3 Liter Sauerstoffflaschen, die mit maximal 200 Bar gefüllt sind. Das heißt, wir haben pro Flasche für die Beatmung vom Patienten oder auch um dem Patienten einfach die Atemluft mit Sauerstoff anzureichern, 600 Liter Sauerstoff zur Verfügung. Hier haben wir eine fest installierte Absaugeinheit in der Maschine. Das heißt, sollte uns der Patient in der Luft erbrechen, haben wir die Möglichkeit, mittels einmal Absaugkatheter die Atemwege auch in der Luft frei zu bekommen. Die gängigen Medikamente, die wir während des Fluges zum Beispiel brauchen, um den Kreislauf zu unterstützen oder auch eine Narkose aufrechtzuerhalten, haben wir hier in den kleinen Staufächern. Der Vorteil bei diesem Muster ist, dass wir relativ große Flügeltüren haben und dass wir auch im Vergleich zum Vorgängermuster einfach eine hohe Einladehöhe haben. Das heißt, wir haben viel mehr Freiheit im Kopfbereich mit dem Patienten. Ich löse mal die Arretierung und dann haben wir hier so eine leichte Trage, die man auch alleine rein- oder rausheben kann, wenn kein Patient drauf liegt. Das heißt, der Patient wird von hinten beladen. An der Einsatzstelle sind ja immer Feuerwehrkräfte vor Ort oder Rettungsdienstpersonal, sodass man das gemeinsam machen kann. So, dann haben wir hier noch verstecktes Material, was wir nicht regelmäßig brauchen, aber was manchmal halt am Notfallort benötigt wird. Wir sind in der Lage, uns mittels eines Stehhaltegurtes zu sichern in der Maschine, dass wir auch uns auf die Kufen stellen können, um Leute aus dem Wasser zu holen, wenn wir Menschen haben, die ins Eis eingebrochen sind. Dann haben wir hier so mehrere flexible Sam-Splints, um Knochenbrüche zu versorgen. Die sind auf den meisten Rettungswagen mittlerweile auch vorhanden. Dann haben wir hier einen Satz unterschiedlichen Größen von Halskrausen für Kinder und Erwachsene dabei.
Dann haben wir hier nochmal eine mobile Absaugeinheit, wo wir Flüssigkeiten und Erbrochenes aus den Atemwegen absaugen können. Und dann haben wir hier noch versteckt für besondere Anlässe. Das heißt, bei Vergiftung haben wir ein spezielles Set, wo wir bestimmte Gegengifte dabei haben. Hier haben wir ein besonderes Brett, was zur Rettung halt von Personen aus Fahrzeugen genutzt werden kann. Achsengerecht, das ist halt dabei ganz wichtig. Das heißt, man kann es zwischen die Rückenlehne, wenn man die ein bisschen runterdreht, und den Patienten schieben und kann, wenn das Dach entfernt ist, den Patienten bei Verkehrsunfällen direkt gleich auf das Brett raufziehen und kann dann halt mit mehreren Helfern von der Feuerwehr den Patienten auf diesem Brett fixieren und aus dem Fahrzeug rausheben. So, dann haben wir hier noch so einen speziellen Sack, den wir für die kalte Jahreszeit gedacht haben. Und zwar für Unfallopfer, die wir direkt in diese Art Schlafsack reinlegen können. Das ist ein besonderes Material, was thermobeschichtet ist. Hier haben wir unseren Notfallrucksack für Kindernotfälle und auch für internistische Notfälle bei Erwachsenen. Das heißt, da ist das komplette Material drin, dass wir auch, wenn wir mal die Ersten am Einsatzort sind, was gar nicht so selten ist, dass wir auch völlig autark arbeiten können, wenn noch kein Rettungswagen vor Ort ist. Dann verfügen wir über ein breites Spektrum von Notfallmedikamenten, was reicht von der Schmerzbekämpfung am Notfallort bis zur Narkoseeinleitung oder auch die Behandlung eines Herzinfarktes oder Rhythmusstörung am Herzen. Im Gegensatz zu dem roten verfügen wir in diesem Rucksack über einfach eine größere Menge und speziellere Infusionslösungen. Wir haben komplettes chirurgisches Instrumentarium dabei, das heißt, was uns kleinere Eingriffe ermöglicht. Skalpell, Nahtmaterial. Der Flugdienst des BGS betreibt mehr als 100 Hubschrauber. Verantwortlich für die Bereitstellung von einsatzklaren Maschinen ist der vom Luftfahrtbundesamt zertifizierte Luftfahrttechnische Betrieb. Er besteht aus der zentralen Instandhaltungsstaffel in St. Augustin und Betriebsstätten in den jeweiligen Staffelstandorten. Sie sind die Dienstleister im Hintergrund. Ihre Aufgabe ist die technische Sicherstellung des gesamten Flugbetriebes. Hier arbeiten Hubschraubermechaniker, Elektroniker für luftfahrttechnische Systeme und Prüfer für Luftfahrtgerät. Hubschrauber sind technologisch sehr anspruchsvolle Systeme. Und hinter jeder Flugstunde verbirgt sich eine große Anzahl von Wartungsstunden. Die Hochtechnologie ist vielleicht zu vergleichen mit der Formel 1. Wenn man dort in der Box sieht, wie viele Techniker um diesen einen Boliden herum sich bewegen, um die Bestzeit des Piloten mit zu erzielen, dann hat man vielleicht einen Vergleich. Wobei bei uns noch zusätzlich hinzukommt, der Formel 1-Wagen soll zwar, wenn möglich, auch ins Ziel kommen, sollte der aber ausfallen, fährt er an den Straßenrand. Der Hubschrauber hingegen muss immer sicher zur Landung kommen und darf nicht aus technischen Gründen ausfallen. Das heißt, mehr als 450 technische Kontrollen an 6 verschiedenen Hubschraubermustern pro Jahr. Flexible Reaktion auf jede Art von technischen Problemen. Allein das Vorhandensein von 20 Kilometern Kabel und über 30 Antennen in den Hubschraubern der neuen Generation verdeutlicht die Komplexität der technischen Wartung. Die Ersatzteilversorgung der Hubschrauber ist eine logistische Meisterleistung. 35.000 Materialkonten müssen verwaltet werden. Enger Kontakt zur Betreuungsindustrie und eigene Lagerstätten für Groß- und Kleinteile garantieren die schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Und das, wenn es sein muss, an jedem Ort der Welt.